Herzlich willkommen zurück. Schnell, wir müssen hier hoch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, schnell hier hoch. Die Walker sind hinter uns her. Oh mein Gott, wir sind eingekesselt. Nicht. Come on, Lee, get your ass out of there. Kid, get it open. Here, use that to pry it open. Okay, jetzt aber Beeilung hier, damit wir noch lebend rauskommen. Okay, schnell. Und jetzt runter. Wow. Oh mein Gott. Das war knapp. Autsch. Ah, Idiot. Oh mein. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Oh mein Gott. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Scheiße. Ja, kannst aber laut sagen. Ich hoffe, Clementine, Kenny und die Frau kriegen das hin. No going back now. Da können wir auf jeden Fall nicht zurück. Ab durch die Kanalisation. Eine andere Wahl haben wir wohl nicht. Wenigstens haben wir noch eine Waffe. Und wir müssen jetzt die Gitter abchecken. Hier. Da geht's weiter, theoretisch. Aber erstmal noch ein bisschen umschauen. Ah, mehr gibt's hier gar nicht. Okay, dann gehen wir runter. Und wer weiß, was es hier für Viecher gibt. Vielleicht sind ja sogar die Ratten infiziert. Killerratten oder so. Oder Beißer, die sie hier in der Kanalisation gemütlich gemacht haben. Ich weiß es ja nicht. Was liegt denn da? Da sind noch Ratten auf dem Boden, oder? Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Scheiße. Vielleicht können wir die benutzen. Ain't touching that. This thing I need is some god-awful disease. Ja, wäre nicht so klug. Obwohl wir die vielleicht auch auf den Streuner werfen könnten. Aber wahrscheinlich müssen wir uns jetzt mit denen anlegen. Zumindest denen, die noch hier sind. Was sind wir denn da? Ein Ventil. Oh Mann, ich höre Streuner. Oh oh. Oh oh. Ihr habt nichts gesehen. So, da ist noch so ein Ventil. Vielleicht können wir das aufdrehen, aber ich wüsste nicht, was das bewirkt. Es sei denn, da kommt Wasser rein. Gas gibt es hier unten ja wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht kriegen wir das mit dem Ding auf. Ja. Okay, und jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Ventil. Und das vielleicht mal einfach aufdrehen. Deswegen nehmen wir uns in die andere. Da kommt Wasser. Okay. Good thing I'm out here. And not in there. Seems loose. Shit. Vielleicht können wir das an den anderen Teil anwenden. So, jetzt gehen wir erstmal hier zurück. Da, wo wir es aufgebrochen haben, würde ich sagen. Alter, das ist ja richtig unangenehm hier in der Kanalisation. Aber. Hey, es gibt Schlimmeres, oder? Aha.
Jetzt können wir das hier vielleicht da benutzen. Komm schon, Lee. Beeil dich ein bisschen. Hinter uns ein Walker. Aufgepasst. Okay. Ah, dann mal schnell hin da. So, und jetzt gehen wir hier vorne rein wieder. Und dann können wir denen entkommen, indem wir uns einfach um die rumschleichen. Die Idee ist doch super. Die sollen weitergehen. Wir warten hier einfach. Die gehen zu dem Wasser. Und dann nutzen wir den Ausgang da vorne einfach und kommen hier raus lebend, hoffentlich. Okay, das ist unsere Chance, oder? Noch nicht? Lieber noch ein bisschen warten. Sicher ist sicher. Und jetzt raus. Da ist noch einer. Au, Backe. Chuck! Oh mein Gott. Chuck. You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Scheiße. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Er hat uns gerettet. Chuck hat uns gerettet und dafür ist er gestorben. Ist auf jeden Fall ein Held. So. Und dem geben wir jetzt eins auf die Schnauze. Diesem scheiß Zombie. Oh! Alter! Go, goddammit! Okay, keine Lautstärke. Komm schon, komm schon, komm schon. So, und jetzt kriegst du auf den Schädel hier. Bam. Guten Tag. Keine Pistole. Es wäre zu laut. Boah, hab ich mich erschreckt gerade. Und weiter. Hier muss es rausgehen irgendwo. No way I can pick that up on my own. Kacke, Mann. Those bars are way too solid. Okay, hier kommen wir nicht raus. Looks like somebody saw the damn thing off. Wahrscheinlich war das Chuck, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir hier mit dem Ding, mit dem Haken dran. Und können uns dann irgendwie hochziehen. Und... Scheiße! What the hell? Dahinter ist was. Ein Durchgang. Okay, wir schauen uns hier gerade nochmal die Tür an. Locked. Fucking perfect. Okay, da kommen wir auch nicht durch einfach, ne? Wahrscheinlich. Shit, it broke off. Na gut, nicht schlimm. Wir haben ja den Durchgang gefunden. Dann nehmen wir doch den. Da hoch kommen wir sowieso nicht. Oh Mann, der arme Chuck. Es tut mir echt leid für ihn. Ah, ein alter Atomschutzbunker. Hey, das wäre ein super Versteck. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Kann mir kaum vorstellen, dass das jemand freiwillig verlassen hat. Und hätte Chuck das gefunden, hätte er sich natürlich retten können. Auch wenn man das hier mal dringend zumachen sollte. Das Loch da. Das ist eine Tür. Wonder how much of this was left down here from the 60s. Nee, das ist ein Übersetzungsfehler wieder mal. Da ist eine Tür. Und die öffnen wir jetzt mal. Wow! Who are you? Ich will keinen Ärger. It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford?
Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. Lass uns drüber reden. Can't take the risk. Look, I don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. And I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer, or I'll shoot. Oh, man, oh, man, oh, man. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. Ganz ruhig. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. Hey. You're really not from Crawford? No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? Streuner, wir suchten ein Boot. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Kannst du mir helfen? Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Mann, die ist aber freundlich. Wir haben Medikamente. If you've got sick people here, maybe I can help. Our group has medical supplies. What kind of medical supplies? I don't know. All kinds. I'm sure there's something you could use. We'd be happy to trade some for a guide back to where we're staying. Vern, we need medicine. Joyce is in a lot of pain. I can't bear to see her like this. Maybe it's worth the risk. Maybe so. We need you here. Don't worry. I'll be all right. Okay, eine Notlüge. Die werden es schon schaffen und wir müssen zurück zu Clementine.